das Utensil. Danke. Hallo, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel morgen Abend gegen den VfB Stuttgart. Zu eurer Information, es kann sein, dass es nicht ausverkauft sein wird, weil der VfB Stuttgart mehrere tausend Karten zurückgegeben hat. Trotzdem wird sicher eine prächtige Kulisse im Signal Iduna Park werden. Ich grüße Jürgen Klopp und wir warten einfach auf eure Fragen. Jörg Weiler von der Bild. Wie sieht es bei Mats aus? Wie weit ist er? Traust du ihm auch zu, dass er von Anfang an nicht Bei Mats sieht es ganz gut aus. Also das ist trainiert ohne Probleme. Und ja, wir müssen halt einfach die Entscheidung treffen, was wir da machen bezüglich weiterem, ja durchaus auch intensiven Training, was ja notwendig ist, weil er hat jetzt, also er hat seinen Urlaub gehabt, dann hat er knapp 2 Wochen trainiert, dann war er ungefähr 12-13 Tage komplett raus aufgrund kleinerer Probleme, dann hat er, und seitdem trainiert er jetzt wieder. Ja, also in unserer Situation ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mats dabei ist, relativ groß, aber von Anfang an über 90 Minuten halte ich dann wiederum, ehrlich gesagt, für einigermaßen ausgeschlossen. Das ist ja die Position, wo wir im Moment dann noch ein bisschen weniger Probleme haben. Also können wir das eine schon mal angehen, also ihn mitzunehmen, denke ich, aber muss ich jetzt gleich noch abschließend klären und dann ihn aber trotzdem noch intensiver zu belasten als alle anderen, weil wir mal mit allen anderen ja einfach Regeneration, weitere Regeneration und dementsprechend muss Mats da in der Zusatzeinheiten fahren, weil seine Vorbereitung ja noch nicht abgeschlossen sein kann und deswegen sollte die Situation eintreten, dass wir ihn jetzt einen Ticken früher bringen müssten, dann ginge das sicher, aber weil er ohne Probleme dasteht, aber müssen das noch ein bisschen verbinden mit intensiverem Training. Martin Feier mit der BVB Total Zuschauerfrage. Die in dieser Woche von Lars Frerichs kommt und der schreibt uns, letzte Saison gab es unter Flutlicht ein funkelndes schwarz-gelbes Feuerwerk gegen den VfB, 6:1, eine fantastische Heimspielatmosphäre im Stadion. Was macht für Sie Flutlichtspiele so besonders? Ja, tatsächlich ist Atmosphäre. Also das ist schon anders. Also grundsätzlich hat man selbst im Sommer dann keine Probleme mit den Temperaturen meistens, was ja doch häufiger mal vorkommt, wenn man 3:30 mittags spielt. In der frühen Saison noch und dementsprechend ist das eigentlich immer so, die Bedingungen sind einfach perfekt. Ich mag es auch, den ganzen Tag mich auf so ein Spiel vorzubereiten, die Zeit dafür zu nehmen, erst nach Mittagessen nochmal sich darauf einlassen zu können. Das ist an einem normalen 3:30 Spieltag ist es ja anders, da sind alle Vorbereitungen eigentlich dann spätestens vormittags schon abgeschlossen und dann geht es ratzfatz bis zum Stadion. Und das ist, ich mag das. Deswegen ist Champions League ja auch immer was Außergewöhnliches, auch wegen der Anstoßzeit. Aber Freitagabends oder Mittwochabends, Dienstagabends, egal, die Abendspiele sind einfach speziell. Dementsprechend genieße ich das genauso wie der Kollege anscheinend. Oliver Bitter für den Kicker. Da gibt es ja neben Mats noch andere Kandidaten, die Samstag nicht im Kader waren und morgen wieder dazugehören könnten. Ja, muss ich mal gucken. Also es gibt 2 Kandidaten, die dafür in Frage kämen. Das sind G und Ilke. Ich würde im Moment sagen, auch wenn ich damit eine wunderschöne Geschichte zunichte mache, die ist ja irgendwie seit ein paar Tagen wabert, Ilke wird nicht dabei sein. Und bei G muss ich auch nochmal genauer hingucken. Also wir haben von Neven wird zurückkehren, denke ich. Also ist der dritte Kandidat, genau. Neven wird zurückkehren. Und ja, G, Ilkay, nochmal genauer hingucken. Wir sind jetzt, wie gesagt, unterschiedlich lang im Training und unterschiedlich lang raus gewesen. Aber das sind Kandidaten. Aber das habe ich auch noch nicht abschließend entschlossen. Wir haben wieder 2 Jungs von Amateuren dabei. Mit zu Marioka und Joe Zhao sind wieder dabei und gucken, wie wir den Kader dann machen. Also wahnsinnig viele werden nicht zu Hause bleiben, denke ich. Können Sie konkret sagen, was Ili noch fehlt, um wieder spielfähig zu sein? Ja, im Moment hat er jetzt, glaube ich, ein bisschen muskuläre Probleme. Ansonsten fehlt ihm einfach Substanz. Ich habe das Wort schon ein paar Mal benutzt.
verstehe ich gerade auch nicht so hundertprozentig, wie, wie er da so ein riesen Ding draus machen könnte. Also so im Sinne von die ganze Zeit nachfragen. Der Tag, an dem Ilkay Gündogan wieder spielt, wird ein großartiger Tag sein für alle. Aber das Ganze jetzt mit unserer Situation in Zusammenhang zu bringen, also dass Illy praktisch jetzt kommen muss, einen Ticken früher, als er vielleicht kommen sollte, aufgrund seiner Verletzung, verstehe ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also das ist einfach 14 Monate, das sind 14 Monate. Und nur wenn man sich keine Gedanken darum macht und einfach nur was schreiben will, kann man das schreiben. Ansonsten gibt es dafür gar keinen Grund. Also Illy muss so lange trainieren, problemlos trainieren, bis alle, aber auch wirklich alle, und ich hätte lieber, dass er gestern gespielt hätte, als dass er morgen spielt, um es mal klar zu sagen, aber dann ist es einfach so, dass man wirklich so lange trainieren muss, bis alle Beteiligten das Gefühl haben, so jetzt ist er soweit. Wir haben ungefähr, ich möchte das nicht beschreien, aber es gibt relativ viele schlimme Verletzungen im Fußball im Moment von Leuten, die nach längerer Verletzung zurückgekommen sind. Also versuchen wir trotz aller Not, die wir sicher haben personell, da einfach keine Hektik aufkommen zu lassen. Und sehr, auch wenn Illy natürlich nach langer Zeit, jetzt meine ich, wie gesagt, jetzt hat er ein bisschen muskuläre Probleme, ich hoffe, das ist jetzt nichts Schlimmes, auch wenn Illy natürlich selber mit den Hufen scharrt, das geht, das muss so sein, und das ist eigentlich die positivste Nachricht, dass er selber glaubt, dass es dann auch wieder geht, aber dann müssen wir immer noch ganz genau hingucken und einfach den richtigen Moment erwischen. Boris Rupert, bitte. Okay. Harald Grundmann für die ARD. Jürgen, wie kompliziert erwartest du die Aufgabe gegen Stuttgart auch an Betracht der Tatsache, dass, ja, man so hört, die Stuttgarter da scheinbar mit dem Rücken vor der Wand stehen? Ja, also so richtig viel Gedanken habe ich, habe jetzt keine Ressourcen frei mehr, so wahnsinnig viel Gedanken zu machen um die Situation in Stuttgart. Und natürlich habe ich es mitbekommen, ziemlich alles mitbekommen in der Vorbereitung auf dieses Spiel. Das, was mich da am meisten daran interessiert, ist eigentlich, welcher Systematik sie auflaufen. Das ist eben aber auch nicht sicher, weil sie am Wochenende, glaube ich, erstmals Raute gespielt haben. Davor das in anderen Systemen gemacht haben. Niedermeyer ist wohl noch nicht fit, Ibisevic hat auch noch nicht trainiert. Gibt so ein bisschen Aufschlüsse über die Aufstellung. Ansonsten, dass Stuttgart hier hoch motiviert ankommen wird und versuchen wird, die eigene Situation zu regeln, versteht sich von selbst. Aber wie gesagt, wir müssen für uns ja zuallererst mal gucken, wie wir das jetzt darstellen mit der Aufstellung. Das ist mit Micky ist natürlich so mit das Ungünstigste, was eigentlich so passieren konnte, dass uns auch noch ein kreativer Halbposition oder auch Flügelspieler, was auch immer Micky dann spielen könnte, in welchem System, wegbricht, ist nicht so günstig, aber ja auch nicht mehr zu ändern, und dementsprechend kümmern wir uns jetzt darum, wie wir das hinkriegen. Aber das ist Arbeit ohne Wenn und Aber. Also ich habe nicht vor, das Spiel, oder glaube nicht, dass es ein Spiel wird zum Genießen im Sinne von frühe Führung, Ausbauen, Abfahrt. Ja? Aber es ist auch nicht so, dass wir irgendwie das Gefühl haben, VfB kommt zum falschen Zeitpunkt, jetzt müssen die alles regeln und wir haben ein paar Verletzte. Wir sind ein Heimspiel. Ich gehe davon aus, dass unsere Leute sensibilisiert sind für die Situation, unsere Fans, dass da eine außergewöhnliche Stimmung sein wird und dass wir davon dann auch profitieren können und dass wir durch Druck, den wir immer noch dann eben entfachen können, uns Respekt verschaffen beim Gegner und mögliches Selbstvertrauen, das entstehen könnte, eben nicht entstehen lassen beim Gegner. Und das ist der Plan. Also eine Formation zum das Ganze sehr gut verteidigen, wenn wir auf jeden Fall noch hinten, die das sehr gut verteidigen kann, werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Und dann haben wir auch Jungs, die im Umkehrspiel dann einfach einen Vorteil machen können. Das ist unwichtig, ob der VfB sich jetzt hinten reinstellt oder Fußball spielen will. Hat damit nichts zu tun. Für Gegenpressing hat das keine Relevanz. Und dementsprechend ist einfach, ja, es ist sicher eine schwierige Aufgabe. Das wäre es hin wie her gewesen. Und deswegen ist das kein Zusatzproblem. Sebastian Wessling von der WAZ. Marokka hat ja sein erstes Bundesligaspiel gemacht. Wie zufrieden sind Sie mit dem und wie erwarten Sie jetzt seine Weiterentwicklung? Also gerade auf seiner Position ist ja im Kader, gibt es nicht so wahnsinnig viele Alternativen im Moment. Das stimmt. Ja, Doc Braun. ja, ich bin sehr zufrieden mit so. Also ein ganz toller Junge, darf noch Jugend spielen, also wirklich ein ganz junger Kerl und großes Talent, aber und das war in der Schlussphase dieses Spiels ein kleiner Lichtblick, aber
weitergehen. Also Mitsu weiß ganz genau, wie sehr wir ihn schätzen, wie sehr wir ihn mögen als Typ. Ist ein ganz, ganz offener Junge. Ist, ja, spricht schon relativ gut Deutsch, ist einfach ein klasse Kerl. Wer ihn irgendwann mal, wer das Vergnügen hat, ihn näher kennenzulernen, wird feststellen, dass das wirklich ein großartiger Vertreter seines Landes ist. Und ja, wird dabei sein, denke ich, wenn jetzt nicht irgendwie noch welche aus dem Hut fallen. Ja, dann wird Mitsu dabei sein und inwieweit er zum Einsatz kommen wird, muss man abwarten. Aber die Entwicklung ist toll. Oliver Bitter nochmal. Ich glaube, zu der Besetzung der Vordersten war ja eine Frage. Sie haben, das waren neue Spieler, Nobile und Ramos, und einen, der ein bisschen eine andere Rolle spielt in dieser Saison, Aubameyang. Sie haben mal mit zwei Spitzen, mal mit einer gespielt. Wie sind denn so Ihre Eindrücke im Saisonverlauf bisher von diesen dreien und wie funktioniert was mit wem zum Beispiel? Wollen Sie ein Buch schreiben? Kicker Sonderausgabe. Offensivspiel. Wem haben wir? Ja, also. Ja. Na, positiv, aber einfach, ich kann das ist auch ein bisschen lästig in der Situation, einfach die Dinge zu wiederholen. Es ist so, dass vor ziemlich genau einer Woche wurde Giro Immobile gefeiert und die Kollegen vom Boulevard haben geschrieben, dass Lewandowski, im übertragenen Sinne nichts kann, ja, und zum Glück ist er weg. Und ja, ich habe das schon rausgelesen. Und dass wir da jetzt alle Probleme geregelt sind. Ich habe gesagt, die Jungs brauchen Zeit, die müssen sie auch kriegen. Und hat Giro jetzt in Mainz den Elfmeter verschossen. Und zwischen und ist alles möglich. Die Jungs brauchen, man braucht als Offensivspieler in einer neuen Mannschaft einfach Zeit. Das ist auch da, kann man nicht den Druck erhöhen und sagen, pass mal auf, jetzt muss auch mal alles da sein, idealerweise. Da ist ganz viel Potenzial da, das gilt für Giro natürlich, das gilt auch für Adrian. G konnte es bisher kaum zeigen, weil er eben die meiste Zeit, ehrlich gesagt, verletzt war. Aber auch da ist ganz viel Potenzial. Dann Oba ist einfach der, der alles, was wir machen, am meisten verinnerlicht hat. Dem das am leichtesten fällt, der die größte Entwicklung natürlich, auch weil er die meiste Zeit hatte, genommen hat, was so unsere Spielweise angeht. Ja. Hat jetzt in Mainz wieder eine etwas andere Position gespielt. Das war offensiv in vielen Momenten gut, also defensiv ist es eben nicht, kann er das nicht genau so umsetzen, wie er das eine Position vorne dran umsetzt, wo das ganz großartig funktioniert. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich möglich, dass Oba auch jetzt, da uns die Außenspieler ein bisschen verlustig gehen, auch das spielen muss. Das geht auch und das ist unproblematisch. Und deswegen, die Entwicklung von allen ist so, wie ich sie kenne von anderen Offensivspielern, die wir in den letzten Jahren verpflichtet haben. Sie sind extrem bemüht darum, das umzusetzen, was wir von ihnen erwarten. Und in dem Zusammenhang, das ist dann auch, das habe ich auch schon zigfach gesagt, das heißt, die Information ist bereits im Kopf verankert und sie möchten es auch umsetzen, aber bis das Ganze aus dem Bauch raus funktioniert, dauert ein bisschen. Und das ist immer so eine lästige Phase für den Spieler selber, weil er einfach natürlich nicht einfach frisch, fromm, fröhlich, frei Fußball spielen kann, sondern immer auch noch ein bisschen versucht, also allen recht zu machen. Und das ist die normale Phase und dementsprechend ist die gute Nachricht in der Sache, dass die im Moment alle fit sind. Und jetzt gucken wir mal, wie wir die da aufs Feld kriegen. Stefan Schäuble ist Geldsport News. Die kurze und die lange hat noch die kurze. Sebastian Kehl hat noch in der Aufzählung gefehlt. Was machen seine Agenturen und Kollegen? Kann er nicht spielen? Ich denke, er hat deshalb gefehlt, weil er nicht zur Verfügung steht. Ich habe zumindest nichts anderes gehört. Vielleicht wollte Doc mir das sagen. Also, ich habe schon lange keine positive Nachricht mehr aus dieser Abteilung bekommen. Aber das ist eigentlich ist das klar, dass Kehli morgen noch nicht zur Verfügung stehen wird. War ja zwei Probleme, der Muskel und der Fuß. Der Fuß war glücklicherweise nicht so schlimm, Muskel aber auch nicht dramatisch. Aber in der englischen Woche bedeutet es dann eben trotzdem mal zwei Spiele direkt. Und ich glaube nicht, dass da jetzt sich was verändert hat, seit ich das letzte Mal mit den Jungs da gesprochen habe. Und die zweite wäre, Ihr Trainer Pendant aus München hat gestern die Thematik nochmal ins Rennen geworfen, dass die Spieler ja extrem belastet sind, dass die Sommerpause zu kurz ist im Gegensatz zu anderen Sportarten, die auch alle drei Tage spielen. Wie sehen Sie die Belastung der Spieler? Pep Guardiola hat gesagt, wir verlangen zu viel von den Spielern.
Sie sind ja auch leidtragend, haben auch viele Verletzte aktuell. Wie sehen Sie das? Ich habe das Thema, also war schon für mich ein Thema, bevor wir viele Verletzte hatten. Das ist definitiv so. Also ohne Wenn und Aber. Das ist für alle Spitzenspieler im bezahlten Fußball, ist das. Das sind wir schon lange über den Bereich hinaus, wo es für einzelne Spieler vertretbar ist. Deswegen hat man relativ große Kader, so kann man das normalerweise dann auffangen. Wenn du diese großen Kader nicht hast, weil eben viele verletzt sind, dann wird es für die spielen, ist relativ schnell an der Stelle, wo es eben nicht mehr okay ist. Diese Gedanken machen sich alle Trainer von diesen Mannschaften, alle. Aber das ist, wie man so schön sagt, dem Ochs ins Horn gepetzt. Weil, das kannst du auch deiner Mikrowelle erzählen. Interessiert ehrlich gesagt keine, auch ehemalige Spitzenspieler, die in Spitzenfunktionen sitzen, heute interessiert die nicht. Weil man einfach nicht schneller vergisst als anscheinend die eigene Belastung. Und früher war das Spiel nicht so schnell. Wir können ja das Spiel nicht langsamer drehen, nur damit wir irgendwie den Aufgaben gewachsen sind. Aber nochmal, wir fangen das alle auf mit dementsprechend großen Kader. Aber wenn du den nicht zur Verfügung hast, dann ist es einfach problematisch. Das ist definitiv so. Und aber nochmal, wahrscheinlich also von unserer Seite aus ja auch nicht zu ändern. Wir werden irgendwann einfach 30, 35 Mann Kader haben. Und dann kann man auch alle Wettbewerbe irgendwie spielen. Also die Länder, die größten, die meisten Spiele haben, England mit 2 Cup-Wettbewerben und so weiter, haben ja auch gefühlt seit Jahrzehnten nichts mehr gewonnen irgendwo. Also nicht jetzt im Clubfußball, sondern in Nationalmannschaften, weil das findet Zeitraum statt dazu kommt, dass diese Weltmeisterschaft natürlich auch alle Spieler extrem Substanz gekostet hat, was man bei der WM selber vielleicht damals auch gemerkt, die Luftfeuchtigkeit, wie die Jungs alle ausgesehen haben. Wie gesagt, ich war nicht vor Ort, kann es deshalb nicht hundertprozentig einschätzen, aber alle, mit denen man spricht, sagt, das war richtig intensiv aufgrund der Witterung. Das tut natürlich dann, trägt auch nicht gerade dazu bei, dass der kurze Urlaub für Nationalspieler dann reicht. Wir haben ja versucht, unseren sehr lang zu geben. Gut, das Problem ist, dass wir andere verletzte Spieler haben und von der WM eben auch Mats ein bisschen was mitgebracht hat und all solche Dinge. Das ist ein klares Thema, wird unter Trainern aber immer schon so besprochen. Pep ist da ja auch dabei und da haben wir absolut die gleiche Sichtweise drauf, ohne Wenn und Aber. Wird jetzt von allen dann so diskutiert werden, so nach dem Motto, was wollen die denn? Ja, verdienen einen Haufen Geld, dementsprechend ist das keine Diskussion, die man führen kann. Weil das Ganze von allen immer damit gerechtfertigt wird, dass die Jungs einen Haufen Kohle kriegen. Das ist richtig, nur mit einer Verletzung ist das dann einfach, also an der kommst du auch mit einem relativ hohen Monatsgehalt nicht dran vorbei. Und deswegen ist das, wenn man guten Fußball sehen will, und zwar Spitzenfußball sehen will, ist aller Anliegen, dass man die großen Wettbewerbe mit den besten Spielern gespielt werden und so weiter, muss man irgendwann dieses Rad zurückdrehen. Das scheint ja aber bei der Europameisterschaft, glaube ich, werden es in ein paar Jahren ein paar Spiele mehr werden anscheinend. Weil irgendwelche Leute da besonders viel Spaß dran haben. Das macht keinen wahnsinnig großen Sinn für die Spieler. Man wird das sehen. Es wird die Karriere bis 35, wir werden irgendwann in 10 Jahren nochmal drüber sprechen. Die Spieler, die neu kommen, werden immer jünger, weil die Ausbildung im Jugendfußball einfach eine viel bessere ist, als es noch vor 10 Jahren war. Das heißt, du kannst heute mit 18, 19 tatsächlich schon Bundesliga spielen. Nicht jeder, aber einige. Aber dass jemand mit 18, 19 anfängt, Bundesliga zu spielen und mit 35 auf dem Platz seine Karriere mit einer Ehrenrunde beendet, ist nicht wahnsinnig groß. Weil dazwischen liegen ungefähr 1700 Spiele. Und das ist nicht wahrscheinlich, dass Charlie Körbel in dem Maße mal übertrumpft werden wird. Mit seiner, was hat er, 600 irgendwas. Sehr Glück war, dass Eintracht Frankfurt nicht so oft international gespielt hat. Die letzte Frage für heute, der junge Herr in der zweiten Reihe. We are TV Asahi from Tokyo, Japan. I cannot speak German. I cannot speak Japanese. Just before when Mitsuru Maruoka stand on the Bundesliga pitch first time, last match, what did you say to him? Oh, easy. Two days ago. What did I say? Yeah. Enjoy. Enjoy. Yeah, that's what I said. Yeah. Have fun. Have fun, enjoy, no responsibility for nothing, only play football and try to make a goal. That's everything. How do you think about Mitsuru Maruoka play
good boy? Yeah, very good boy. But stay cool, you have time. Yeah. No pressure on him. Very good player. Big talent. Many skills. Really nice guy. How do you think about strong point? Sorry, it's not an interview. Sorry. Okay. Strong point. No, complete. Really good. Really good. Have everything. No big problems in his. Only very young. No experience. But okay. That's it. Thank you for joining us. Danke für euer Interesse und wir sehen uns morgen. Jo. Tschüss. Ciao.